Ja, nur einen zweiten, oder was? Laut den Angaben des Vaters ist der Bub in einem unbeobachteten Moment aus dem Pkw gestiegen und in den Schrebergarten gelaufen. Der Schrebergarten ist nur durch einen 50 cm hohen Maschendrahtzaun vom Mühlbach getrennt und er dürfte dann in das Wasser gestürzt sein. Das heißt, der Vater hat dann, wie hat er das Fehlen des Buben bemerkt und was hat der Vater dann unternommen? Der Vater hat den Pkw ausgeräumt und dann das Fehlen des Sohnes bemerkt. Er hat sich dann sofort auf die Suche gemacht und den Jungen im Bach gefunden. Wie ist dann die Rettung des Buben vonstatten gegangen? Der Vater hat sofort versucht, den Jungen wiederzubeleben, was ihm leider nicht gelungen ist. Die Rettung wurde von Passanten alarmiert. Und ist der Bub dann noch ins Krankenhaus gebracht worden oder ist er dann an Ort und Stelle verstorben? Der Bub wurde ins Krankenhaus verbracht und ist dort leider verstorben.